herzlich willkommen, hier ist Grubs und ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verstören und heute schauen wir uns mal die Top 10 gruseligsten Websites an. Bevor die Folge anfängt, muss ich aber direkt sagen, es geht hier um normale Websites, das heißt keine Internetseiten aus dem Deep Web, dafür werden wir nämlich mal eine spezielle Folge machen. Also wer jetzt hier irgendwelche super krassen Red Room Mörder Seiten erwartet aus dem Deep Web, sorry, das gibt's in einer anderen Folge, hier geht's nur um etwas normalere Seiten. Wir fangen an mit Platz 10 und da gibt's worldburstanddeaths.com. Das ist eine im Vergleich zu anderen Seiten möglicherweise etwas harmlosere Seite, aber hier können wir genau sehen in Live-Statistik, wie viele Menschen in der Zeit, während man hier drauf guckt, geboren werden und wie viele sterben. Und damit ihr das so ein bisschen, naja, im Verhältnis sehen könnt. Ich habe die Seite jetzt seit 2 Stunden offen und in dieser Zeit sind 27.000 Menschen geboren und 11.000 Menschen gestorben. Und 1,8 Menschen sterben pro Sekunde auf der Erde. Das ist eine ziemlich abgefuckte Statistik, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es wesentlich mehr sind. Aber das sind zumindest die, die halt wirklich, naja, die zumindest aufgeschrieben werden, die in irgendeiner zivilisierten Umgebung leben, wo sowas auch wirklich getrackt werden kann. Gruselig an der Seite finde ich irgendwie, dass man bei der Seite merkt, wie irrelevant so das Leben von einer Person ist, wenn man merkt, dass einfach pro Sekunde 2 Menschen sterben, von denen man es mitbekommt, und gleichzeitig 4 Menschen geboren werden. Und Leute, die nicht dumm sind, merken jetzt, Moment mal, es werden doppelt so viele Menschen geboren, wie überhaupt sterben, was dazu führt, dass es irgendwann einfach viel zu viele Menschen gibt und das kann man hier halt einfach live verfolgen. Weil wie gesagt, vor 2 Stunden hatten wir noch knapp 16.000 Menschen weniger auf der Erde als jetzt. Platz Nummer 9 ist futuretimeline.net, was mehr oder weniger die Zukunft vorhersagen kann, was etwas gruselig ist. Und zwar ist eine Website, die einfach alles vom Jahr 2000 bis zum Jahr 15 Milliarden, Millionen, wann auch immer in der Zukunft, ihr könnt euch da aussuchen, welches Jahr ihr auswählen wollt, einfach mehr oder weniger anhand von verschiedenen Daten berechnet, was in diesem Jahr passieren könnte. Und anscheinend hatte die Seite auch schon ein paar Mal recht mit Sachen, die in den letzten Jahren passiert sind. Aber dabei sind es halt nicht so krasse Sachen wie der dritte Weltkrieg bricht aus oder das und das passiert, sondern halt so ein kleinere Sachen, bei denen man sagen könnte, ja okay, kann sein. Zum Beispiel soll laut dieser Seite dieses Jahr in London eine neue Banknote erfunden werden, die den normalen Geldschein ablöst. Oder zum Beispiel im Jahr 2017, ich kann gerade mal lesen, was hier passiert, soll unter anderem China ihre erste Rakete zum Mond schicken und verschiedene andere Sachen. Es soll eine neue Behandlung geben für Prostatakrebs, dann soll es Chips geben, die in den Körper eingepflanzt werden können und die einfach, naja, über das Internet mehr oder weniger deinen Gesundheitsstand abrufbar machen für Ärzte, damit die im Notfall einfach direkt vorbeikommen können und sagen, hey, du bist ziemlich gefickt, ich sollte dir vielleicht helfen und solche Sachen halt. Es gibt also ganz viele Kleinigkeiten, die wirklich von diesem Jahr aus der Vergangenheit bis in die Zukunft, bis in die weite Zukunft, wirklich bis zum Jahr, ich kann mal kurz nachgucken, ich glaube, ja Gott, okay, das geht verdammt weit. Hier, im Jahr 2070 soll der Islam die größte Religion weltweit werden und die... Das sind so Kleinigkeiten halt. Die Temperatur weltweit soll um 4 Grad gestiegen sein im Vergleich zu jetzt. Okay, wie schön. Aber außerdem soll es komplett automatisierte Häuser geben. Das heißt, ihr müsst es überhaupt nicht mehr bewegen. Das ist auch etwas Schönes, stimmt's? Das ist immerhin etwas mehr zu den anderen. Platz Nummer 8 ist www.yyyy.info. Und dazu kann ich nicht viel sagen. Klickt einfach auf die Seite und das Gruselige an dieser Seite ist, dass sie einfach irgendwelche zufälligen Bilder, Videos und Geräusche zusammenstellt und daraus jedes Mal, wenn ihr die Seite neu ladet, einfach eine komplett andere Seite erstellt. Und da sind teilweise wirklich super verstörende Sachen dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich alle Bilder von Google irgendwie random nimmt, ob es einen bestimmten Umfang von Bildern benutzt und daraus sich immer sowas aus dem Pool rausschnappt oder ob es wirklich einfach alles benutzen kann. Ich weiß es nicht. Probiert es einfach aus, aber falls ihr irgendwelche Sachen rausbekommt, die ihr nicht sehen wolltet, bin ich nicht daran schuld. Ich habe, wie gesagt, einfach alle Websites hier unten in der Beschreibung verlinkt, die könnt ihr euch angucken und dann könnt ihr hiermit ein bisschen rumspielen und sie so oft refreshen, bis ihr irgendwelche Sachen seht, die ihr nicht sehen wolltet. Ist toll, ne? Auf Platz Nummer 7 ist humanlever.co.uk und wer ein bisschen Englisch kann, kann sich vielleicht denken, worum es geht. Und zwar geht es hier um eine, ich nenne es mal Organisation, die sich der Aufgabe gemacht hat, an ein paar sehr spezielle und auserwählte Kunden Produkte zu verkaufen. Und zwar Lederprodukte. Und zwar Lederprodukte aus menschlicher Haut. Und das klingt ziemlich abgefuckt. Man denkt bestimmt, what the fuck, bringen die Leute um oder was? Aber nein, laut ihren eigenen Angaben benutzen sie anscheinend nur, naja, Leder von Leichen, von Menschen, die ihre eigene Haut dieser Organisation gespendet haben. Und wenn man bis auf der Seite guckt, kosten die verschiedenen Produkte, wie zum Beispiel ein Gürtel aus menschlichem Leder, um die 15.000 Dollar. Gut, es gibt hier sogar eine E-Mail, da könnt ihr den theoretischen E-Mail schreiben. Und mal fragen, ob ihr vielleicht was von denen kaufen könnt. Aber ich würde es lieber nicht machen, weil eine Sache ist ziemlich gruselig.
Geht mal auf die Seite von denen und drückt mal mit der rechten Maustaste einfach irgendwo hin. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es ist sehr unheimlich, aber probiert es einfach mal aus. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Ja, und jetzt viel Spaß dabei. Menschliche Leder, Klamotten, Portemonnaies, Gürtel und was auch immer zu kaufen. Viel Spaß. Auf Platz Nummer 6 ist angelfire.com, was so mehr oder weniger die offizielle Bibelseite für den Satanismus ist. Und ja, da könnt ihr gerne ein bisschen drin rumlesen. Und möglicherweise werdet ihr dann ja auch zu einem Satanisten und werdet bekehrt. Okay, die Seite gibt es seit 2002. Es gibt hier unglaublich viele komische Sachen zu lesen. Ihr könnt einfach ein bisschen durchscrollen. Hier sind tausende Beweise dafür, warum Satan echt ist, warum es keinen Gott gibt und verschiedene Sachen. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Seite ist kein Troll. Ich glaube, die meinen das ernst und die wollen euch wirklich dazu bekehren, an Satan zu glauben. Also, hey, viel Spaß. Es gibt sogar hier eine Seite extra für Teenager. Diese Gruppe ist für 13- bis 19-Jährige, die in einer freundlichen Umgebung von Satan selbst lernen möchten und mit hohen Priestern und Priesterinnen kommunizieren möchten. Viel Spaß dabei, wenn ihr dem Satanismus verfallen seid, könnt ihr bitte in die Kommentare schreiben, was so der Teufel höchstpersönlich so zu meinen Videos sagt. Der mag die bestimmt. Auf Platz Nummer 5 ist 973EHTNAMU973.com. Well, das ist mehr oder weniger eine Art Labyrinth, was immer und immer verstörender wird. Wie weit ihr jetzt hier gehen möchtet und wo ihr mal hinklicken möchtet, überlasse ich mal euch, aber ihr könnt bei fast jeder Seite auf irgendeinem Buchstaben oder auf irgendeine Stelle klicken und kommt immer und immer tiefer in dieses komische Labyrinth rein. Und am Ende gibt es anscheinend irgendwelche sehr verstörenden Bilder. Ich möchte jetzt hier nicht zu viel spoilen, was es hier am Ende gibt, aber spielt einfach mal selbst ein bisschen drin rum und ihr merkt schon, dass hier sehr verstörende Textausschnitte, sehr verstörende Bilder und sehr krasse Sachen gegen Ende rauskommen können, wenn ihr euch immer und immer tiefer in dieses komische Buchstabenlabyrinth oder was auch immer hineinbegebt. Aber da sind auch teilweise wirklich ein bisschen sehr religiöse, komische Sachen drin und anscheinend besteht auch der Code, aus dem die Seite besteht, aus irgendwelchen Bibelfersen und alles mögliche. Wie gesagt, hierzu kann ich nicht viel sagen, weil ich sonst irgendwie so die Spannung davon wegnehmen würde. Ich habe auch nicht zu weit selbst geklickt, aber ich bin schon so weit gekommen, dass das ein oder andere Bild vielleicht vorkam und die waren etwas verstörend. Also viel Spaß mit 973etnamu973.com. Ich glaube, die Seite wird umgangssprachlich immer nur 9 genannt, also 9. Weil einfach ziemlich viel Neuen hier drin vorkommt. Aber ja, keine Ahnung, klickt drauf rum, schaut, was passiert. Ich finde es ziemlich gruselig. Auf Platz Nummer 4 ist was, das ist nicht wirklich verstörend gruselig in dem Sinne, sondern verstörend auf eine sehr traurige Art. Und zwar die Executed Offenders Liste von der Death Row Seite. Das heißt also, die über 500 zu Tode verurteilten. Ich glaube, aus dem Staat Texas ist das für mich genau sicher, ob es nur aus Texas ist oder aus Amerika generell. Ich weiß nicht genau, wie viele da jetzt insgesamt schon hingerichtet wurden. Aber das Traurige an dieser Seite ist, ihr könnt euch die letzten Statements, also die letzten Sätze, die von den Personen gesagt wurden, die zu Tode verurteilen, hier einfach mal durchlesen. Und es gibt wirklich traurig viele Leute, die als letztes einfach sagen, dass sie unschuldig sind und dass sie für ihre Familie leid tut, dass sie das jetzt alles mitmachen müssen. Es gibt super viele Leute, die wirklich ganz am Ende, bevor sie sterben, nochmal sagen, sie waren unschuldig. Und das ist ziemlich heftig durchzulesen. Ein paar von denen sind natürlich ein bisschen komisch, weil ein paar von denen auch wirklich ein bisschen, naja, das sind halt wirklich alles Leute, die zu Tode verurteilt wurden. Das heißt, die haben krasse Sachen gemacht. Oder ihm wurde zumindest gesagt, dass sie krasse Sachen gemacht haben. Aber naja, ein paar von denen waren auf jeden Fall ziemlich durchgedreht. Das sieht man auch in den letzten Sachen, die sagen, wo sie auch irgendwelche random Leute beleidigen oder so. Aber wirklich ein Großteil der Leute sagt einfach, dass es ihnen unglaublich leid tut, dass sie ihre Familien lieben und dass sie sie vermissen werden und sowas. Und das ist teilweise echt heftig durchzulesen. Also wenn ihr euch irgendwie euren Tag versauen wollt, viel Spaß hiermit. Ihr könnt auch sogar nachlesen, was die Leute gemacht haben, bevor sie, naja, umgebracht wurden. Und was sie als letztes davor gesagt haben. Die Namen sind auch dabei, das Alter, wann es passiert ist. Und das Krasse ist, ich glaube, der aktuellste Fall, als ich die Seite hier gecheckt habe, war vor knapp 3 Wochen. Also der Fall, der vor knapp 3 Wochen noch ganz aktuell war, ist hier auch schon vorzufinden. Das heißt, eine sehr aktuelle Seite mit über 500 verschiedenen Personen, glaube ich. Also viel Spaß dabei, euch ganz traurig zu machen. Das war toll. Auf Platz Nummer 3 ist etwas, was ein bisschen Richtung Fetisch geht und ich sehr, sehr unangenehm finde. Und zwar ist die Seite Opentopia und im Prinzip sind das einfach nur ein paar Millionen verschiedene Webcams, auf die man zugreifen kann. Und ein Großteil von denen ist einfach an öffentlichen Orten und ihr könnt sogar nach Städten suchen. Und ich habe ein paar Sachen gefunden, die wirklich sehr in der Nähe von mir zu Hause waren, was ich ziemlich gruselig finde. Die Seite selbst sagt, dass sie sich nicht in Webcams reinhackt, aber es gibt anscheinend viele Leute, die sich beschwert haben, dass ihre eigenen Webcams zu Hause auf dieser Seite zu finden sind. Und das finde ich verdammt gruselig. Das ist einfach nur unglaublich gruselig,
dass theoretisch jeder, der jetzt auf diese Seite geht, theoretisch sogar deine Webcam zu Hause beobachten könnte oder irgendwelche Orte sehen könnte, an denen du mal ab und zu vorbeiläufst. Und ey, das ist einfach nur komisch. Ich frage mich auch, was für Leute die ganze auf so eine Seite gehen, was die für ein Leben haben, ob die nichts Besseres zu tun haben, sich irgendwelche, keine Ahnung, Internetcafés, die Webcams da drin anzugucken oder irgendwelche Supermärkte oder was weiß ich. Auf jeden Fall könnt ihr da auch mal ein bisschen auf die Seite rumscrollen und mal so sehen, ob es vielleicht auch irgendwas in eurer Nähe gibt, was man sich hier anschauen kann. Es gibt auf jeden Fall ziemlich viele Sachen in Deutschland, das habe ich schon nachgesehen. Also ja, möglicherweise ist hier dein Zuhause mit dabei. Auf Platz 2 der meist verstörendsten Internetseiten im normalen Internet ist, ja, planecrashrecordings.com, und zwar der Abschnitt Last Words. Das ist eine Aufzeichnungssammlung von den Blackbox-Aufnahmen aus Flugzeugabstürzen. Da könnt ihr entweder euch die normalen Aufnahmen, das heißt die Aufnahmen von den Leuten, die im Flugzeug waren und gerade abstürzen und wissen, dass sie sterben, was sie noch gesagt haben, anhören, oder ihr könnt euch durchlesen, was die gesagt haben. Und das ist mehr oder weniger genau das gleiche wie das mit dem Todestrakt, einfach nur der Unterschied ist, dass diese Leute hier halt einfach keine Schwerverbrecher waren, sondern einfach ganz normale Leute, die einfach wissen, hey, in 10 Sekunden bin ich tot. Und da geht es einfach darum, was die Leute, die wissen, dass sie gleich sterben werden, einfach noch so gesagt haben. Und das ist ziemlich, naja, bedrückend, unangenehm und schrecklich durchzulesen. Unglaublich viel, Mama, es tut mir leid, unglaublich viel, ich liebe dich zu irgendwelchen Personen, was irgendwie auf eine Art ganz süß ist. Und total oft, okay, ich werde sterben und solche Sachen. Also, wenn ihr harte Sachen lesen wollt, dann ist das hier das Richtige. Ich würde es euch nicht empfehlen, weil das kann euch wirklich euren Tag versauen. Ich habe mir so ein paar von denen mal angeschaut und no thank you. Das reicht mir. Da will ich nicht so viel von sehen, weil das ist irgendwie, ich hab totales Problem mit solchen Sachen. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Wenn ihr wollt, wie gesagt, die Seite ist unten hier in der Beschreibung drin. Und ja, ich kann euch beruhigen, Platz 1 hat nichts mit sterbenden Menschen zu tun. Yay. Aber bevor wir zu Platz 1 kommen, werden jetzt bestimmt ein paar Leute meckern, es gibt viel ekligere Seiten, es blablabla. Ja, natürlich gibt es ekligere Seiten, aber ich könnte auch dann einfach nur 15.000 Gore-Seiten, wo irgendwelche Leichen so zu sehen sind, hier reinpacken. Das wäre aber langweilig, weil ich will nämlich verstörende Seiten machen und nicht Seiten, die dich zum Kotzen bringen. Weil das finde ich total langweilig. Sonst könnte ich einfach Rotten hier reinnehmen oder irgendwelche anderen Gore-Seiten, wo überall Blut, Gedärme und irgend so eine Scheiße zu sehen ist. Aber das ist nicht verstörend, das ist einfach nur und dann klickt man weg und denkt nie wieder drüber nach. Aber ich finde, die Sachen hier sind wirklich auf eine gewisse Art verstörend, weil die so einen Sachen in den Kopf setzen, die man so schnell nicht mehr rausbekommt oder die einen den ganzen Tag lang noch verfolgen. Und deswegen springen wir zu Platz 1. Das ist eine Sache, die ist zwar nicht ganz so tief verstörend, die dich nicht in der Seele anfasst und deine Seele vergewaltigt und auseinanderreißt, sondern einfach nur deinen Kopf kaputt macht für den Tag. Und zwar die Seite von dem Macher eines der Videos, was auch bei meinen Top 10 verstörendsten YouTube-Videos dabei war. Shay St. John heißt der Typ, glaube ich. Das ist ein sehr komischer Name, aber möglicherweise habt ihr das ja schon mal gesehen. Der Typ ist sehr komisch. Der Typ hat eine sehr komische Seite und ich möchte nicht über diese Seite reden. Aber ihr könnt, wenn ihr wollt, einfach ein bisschen drauf rumklicken. Man kommt einfach von komischen Bildern zu noch komischeren Bildern mit noch gruseligerer Musik, mit noch gruseligeren Videos. Und die verlinken sich alle immer tiefer und tiefer weiter. Und das Schlimmste ist, wenn du auf irgendeine Seite gehst und zurückklickst, kommst du nicht mehr dahin, wo du eben warst, sondern kommst auf eine andere random Seite von ihm. Ich weiß nicht, wie viel Zeit er für diese komische Website verbraucht hat, aber hier gibt es wirklich hunderte bis tausende verschiedene Videos, GIFs, Bilder, Musikstücke, komische Texte, es ist alles super verstörend. Ich glaube, der Typ war wirklich ein bisschen sehr, sehr, sehr krank im Kopf. Ich glaube, der ist mittlerweile gestorben. Aber ja, ich empfehle euch nicht, so viel auf dieser Seite rumzuscrollen, weil ich habe keine Ahnung, wo das hinführen kann. Ich habe absolut keine Ahnung, wo das hinführen kann. Vielleicht kommt ihr in die Hölle oder so, ich weiß es nicht. Aber viel Spaß, wenn ihr da noch ein bisschen rumschauen wollt. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns dann auch beim nächsten Mal zu verstörend. Euer Corrupted. Bis dahin. Bye, bye.